News und Talks für Gebildete. Ja, lasst uns als erstes mal anschauen, was in diesem Thüringen-Dilemma für Überlegungen stecken. Stellen wir uns vor, wenn das wirklich diese Wahlumfrage ungefähr das trifft, wie die Neuwahlen in Thüringen ausgehen würden, wenn es dazu überhaupt kommt, denn es kann ja sein, dass sozusagen jetzt erstmal ein richtiges Kuddelmuddel ist, wer will denn überhaupt Neuwahlen und wer hat Angst vor Neuwahlen, wer hat Angst davor, hat die CDU Angst davor, dass sie am Ende eben noch weniger Wahlstimmen hat als vorher, was ist, wenn die dann eben nicht dem Neuwahlen zustimmt und so weiter, ja, hat die SPD vielleicht Angst, dass sie dann noch mehr Stimmen verliert, na, wer weiß es, und hier FDP und Grüne können jederzeit auch unter die 5%-Hürde fallen bei Neuwahlen. Sind die nicht heilfroh, dass sie gerade mal drin sind, ne? Und so weiter. Also von daher aber gehen wir es mal so vor. Das Dilemma ist jetzt sozusagen, dass gerade dann dort, wo in den östlichen Bundesländern extrem konservatives Denken eigentlich vertreten ist, also 24% AfD, CDU 44%, 40, 43 zusammen und FDP 49, habe ich mich jetzt verrechnet. Aber das wären dann 49, die man so dem klassischen konservativen Seite zuordnen würde. Und auf der linken Seite hätten wir die Linke mit 32 plus 8 gibt 40 plus Grüne ist 46. Also das war 49 zu 46, wenn ich richtig gerechnet habe. Das würde bedeuten, dass auch der neue Landtag, falls er überhaupt gewählt würde, eindeutig so wäre, dass die linke Seite eindeutig in der Minderheit ist und dass also wenn dann sozusagen die Paradoxie, dass man ja die AfD mit der sozusagen jegliche Berührung vermeiden will, also auch die indirekte Berührung einer Tolerierung und Duldung, würde das bedeuten, dass eigentlich die CDU und die FDP sich ganz bewusst entscheiden müssten, eine linke Regierung zuzulassen und das für alle, wahrscheinlich für alle östlichen Bundesländer, sodass dann also der Ganze, obwohl die Mehrheiten eher erzkonservativ sind in der ehemaligen DDR, weil die ja durch den diktatorischen Pseudokommunismus, Pseudosozialismus und Pseudoplanwirtschaft sozusagen noch verschreckt sind, ja, sind die sozusagen extrem eigentlich tendenziell gegen Linke, obwohl ja die Linke nur deswegen so stark ist, weil es eben noch einige gibt, die irgendwo auch noch an dem linken Gedanken hängen sozusagen. Und ja, wir sehen also die Situation, dass also quasi die CDU und die FDP, weil sie ja keinerlei indirekte Berührung mit der AfD wollen, würde das bedeuten, dass sie dann ja sozusagen CDU und FDP zusammen nur 19 plus 6 wären 25% hätten. Das heißt, dass also sie dann eigentlich das gesamte Regierungsgeschehen und alle Entscheidungen müssten sie ja automatisch voll den Linken überlassen mit SPD und Grüne sozusagen. Das heißt, dass die östlichen Bundesländer bis auf unbestimmbare Zeiten hinaus voll links-grün regiert werden müssten. Ja. Jetzt ist, was ist das Gute an Links, Linke und SPD und Grüne?
dass da irgendwo in den deren Bereichen auch sozusagen die Idee ist, irgendwo auch vorhanden ist, dass man eigentlich die soziale Marktwirtschaft, den Kapitalismus, den Raubtierkapitalismus verlassen müsste und eigentlich ein neues System bräuchte. Nur dass die Linken alle so antiwissenschaftlich und so ungebildet sind in wissenschaftlichen und naturwissenschaftlichen Dingen, dass sie natürlich das Konzept der zweiten Scientists for Future 2 nicht vollständig verstehen. Dazu sind sie nicht klug genug. Und da sind wir hier bei dem Dilemma, da vielleicht nochmal klar zu machen. Na, das ist hier, ziehen wir das mal hier rüber. Ja, also sozusagen die größte Verleugnung von Wahrheit, also die größte Ideologiebildung und der größte, die größte Auswirkung des Gehirnschwundes. Ich habe ja schon oft erzählt, dass seit 40.000 Jahren angeblich unser Gehirnvolumen von 1500 Milliliter im Durchschnitt auf 1350 Milliliter geschrumpft ist. Das heißt, wir haben 150 Milliliter Gehirnsubstanz evolutionsbiologisch weggeschüttet sozusagen aufgrund der Fehlevolution der letzten 400.000 Jahre. Wobei Evolution, das Fehlevolution ist natürlich ein Kunstwort. Ne? Es ist immer auch eine Evolution, aber die sozialmarktwirtschaftliche Evolution zerstört eben alles, auch die Gehirnsubstanz. Und da die Menschen immer dümmer werden, glauben sie jetzt alle, jeder Mensch auf der Erde sei gleich klug und hätte das gleich große Gehirn und so weiter. Ja? Aber die Naturwissenschaft weiß schon seit langer Zeit, dass es eben genauso wie es sehr wenig, sehr kleine Menschen gibt, sehr viele mittelgroße Menschen gibt und sehr, sehr wenig 2,40 Meter Basketballspieler gibt, genauso ist es auch mit der Intelligenz und der Klugheit. Und die Verleugnung dieser Tatsache der Unterschiedlichkeit, dass also die Evolution, dass also das Genom und das Gehirn beide gleichermaßen Unterschiedlichkeitsgeneratoren sind sozusagen. Und denn DNS ist darauf angelegt, Unterschiedlichkeit zu produzieren über Mutationen und ähnliche Vorgänge, um eben letztendlich eine Vielfalt zur Verfügung zu stellen, wo dann die Selektion anpackt und in jeder ökologischen Nische eben nur Bestimmtes überlebt, was dazu also einigermaßen gut passt oder jedenfalls besser passt als manches andere sozusagen. Und das ist bewiesen und das ist eine bewiesene Tatsache und die wird geleugnet, weil die Menschen immer dümmer werden im Durchschnitt, also weil sich diese Kurve hier im Durchschnitt in den letzten 40.000 Jahren, also von hier nach hier verschoben hat, die Wanderdüne also Richtung Dummheit wandert, also in diese Richtung wandert und wahrscheinlich so weiter wandert. Und so ist es also auch bei den Linken, deren Bildungsmangel und deren Intelligenzmangel haben eben dazu geführt, dass die Naturwissenschaften nicht mehr verstehen, und dass sie sozusagen zwar verstehen, dass die soziale Marktwirtschaft und der Kapitalismus beendet werden muss, aber wenn es darum geht, wie, dann haben sie nur solche blödsinnigen Konzepte wie gewaltsame Revolution, wieder ein neuer Stalinismus, ein neuer Maoismus, wieder ein Pseudokommunismus, wieder nochmal ein pseudodemokratischer Sozialismus und wieder mal eine Pseudoplanwirtschaft. Das haben wir ja hier alles schon tausendmal besprochen in den Hunderten von Videos hier auf den verschiedenen, die auf den verschiedenen Kanälen hier oder unserer befreundeten Kanäle ja überall eifrig veröffentlicht wurden, ne? Auf Instagram und auf YouTube und so weiter. Also bitte alles studieren, alle Videos studieren, denn ich kann ja nicht alles wiederholen. Ja, also das ist also das Dilemma und jetzt gucken wir uns das nochmal an. Also das heißt, und das Gefährliche und Schlechte bei der CDU und bei der FDP und bei der AfD
Ja, also am stärksten eigentlich bei der CDU und FDP ist der Aberglaube an die soziale Marktwirtschaft. CDU und FDP, da ein Beispiel kann ich jetzt gleich schon mal erzählen hier, das kann ich dann gleich schon mal wegschreiben, in meiner To-Do-Liste wegstreichen. Friedrich Merz von der CDU, der hat eine Rede im Internet bei YouTube veröffentlicht, wo er eben so sagt, ach, das ist ja alles ein Irrtum, dass Greta gesagt hat, ihr raubt mir meine Jugend und meine Träume und so weiter. Ja, die Greta-Generation hat doch die beste Jugend, die es je gab. Das ist diese völlig falsche Einschätzung der Realität. Und worauf beruht die? Schauen wir uns wieder an. Worauf beruht dieser Irrtum? Dieser Friedrich Merz zeigt also, dass er also auch keine Ahnung hat, dass also CDU und FDP nur das Geld zählen. Und den Satz vergessen, dass Geld allein ja nicht glücklich macht. Aber nur wenn man das Geld zählt, ist bestimmt, stimmt das bis zum gewissen Grade bestimmt. Trotz der auseinandergehenden Schere zwischen Arm und Reich. Aber hier, wie ist der Evolutionsverlauf? Was also Friedrich Merz, wozu er sein Gehirn eben wiederum nicht ausreicht, ist Naturwissenschaft fleißig zu studieren und wenn man naturwissenschaftlich richtig studieren will, dann muss man sich konzentrieren auf die zweiten Scientists for Future 2, weil die das als einzige wirklich präzise rüberbringen. Und da ist eben so, hier haben wir die Ausgangsgeneration und hier haben wir den einen Händler, der also bei der Wahrheit bleibt, seine Märchenerzähler, Geschichtenerzähler bleiben bei der Wahrheit, seine Werbeagenturen bleiben bei der Wahrheit und so weiter. All dieser Einfluss, der durch die Gesellschaft durchsickert in unser aller Gehirne, bleibt bei der Wahrheit und er sagt, ja, also die Menschen sollten ihre naturgegebenen Glücksquellen leben, ihr wahres Selbst verwirklichen sozusagen und das genießen, was die Natur bringt sozusagen. Und der andere hier, dieses Kind, das sich entschieden hat, Tauschhändler zu werden sozusagen, das hat in seinem Kopf eher Irrtumsmeme, die eben sagen, nein, der Mensch sollte immer zutiefst seinen biologischen Trieben und seinen, ja, diesen ganzen perversen Lustmöglichkeiten misstrauen und das sollte unbedingt gezügelt und kontrolliert werden und unterdrückt werden, denn nur so wird der Mensch zum Mensch und irgendwelches anderes philosophisches Geschwurbel in dieser Richtung, ja. Und dadurch aber, dass wenn diese Manipulation quasi mit Milliardenmacht in die Gesellschaft einsickern, in die Gehirne einsickern, dann werden diese Menschen hier unglücklich werden, also einen Endorphinmangel erleiden. Diese werden ganz glücklich leben und dann wird dieser Händler wird vielleicht immer nur ein Kind oder eine Menge an Kindern ein Kind sozusagen pro Generation haben und irgendwann versandet die Linie ganz hier, sie blendet sich aus und diese Linie stirbt aus, weil ein Händler, der bei der Wahrheit bleiben würde und unser Leben nicht zerstören würde, würde immer aussterben, weil er im Vergleich, im direkten Wettbewerb mit dem Händler, der sozusagen Irrtumsmeme verbreitet, also gewinnbringende Irrtümer verbreitet sozusagen und so uns alle ins Unglück manipuliert, also auch den Milliardär ins Unglück manipuliert und auch Herrn Merz ins Unglück manipuliert. Also nochmal ganz klar die Aussage hier, diese naturwissenschaftliche Aussage, die jetzt gleich kommt,
sagt ja, und das werden wir jetzt gleich belegen, dass Herr Merz ein zutiefst unglücklicher Mensch ist und dass Warren Buffett mit seinem Krebs auch ein zutiefst unglücklicher Mensch ist, weil Geld eben nicht glücklich macht, sondern eben bezahlt wird mit dem Totalverlust von Lebensqualität und Lebensglück, ja, sozusagen. Und hier, also hier haben wir also diesen Händler, der also die sozusagen die Lebenslust der Menschheit zerstört, auch seine eigene damit, der kann eben in der nächsten Generation eben nicht nur ein Kind oder eine Menge an Kindern erzeugen, sondern zwei Mengen an Kindern, oder in dem Fall bleiben wir der Einfachheit halber, tun wir so, als wären es nur zwei Kinder, ja, ernähren, und dann hier natürlich geht es hier nochmal über ein paar Generationen nur ein Kind, aber dann explodiert es, das Handelsgeschäft wird so viel Erfolg haben, dass jetzt plötzlich fünf Kinder ernährt werden können. Ja, und hier gibt es auch immer mehr Zeiten, wo nur ein Kind oder eine Menge an Kindern sozusagen auch der Tauschhändler mit den Manipulationen erzeugt, aber spätestens irgendwann explodiert das. Und aus dem Ganzen wird ein riesiges, eine Dynastie, eine Handelsdynastie, so wie die Fuggers oder die, waren es nicht die Medici oder ähnliche, ja, ganze Handelsdynastien sozusagen, die irgendwann daraus resultieren mit Anlaufschwierigkeiten, weil sich ja die Menschen nicht sofort alle durchmanipulieren lassen und deswegen noch nicht der ganz große Verkaufserfolg schon vor 400.000 Jahren war, sondern erst ganz allmählich in der Evolution anstieg und dann, und heute haben wir also riesige Handelsdynastien, die alle darauf fußen, dass uns allen das Lebensglück, die Lebensqualität geraubt wird, also auch Herrn Merz, und dass er davon keine Ahnung hat. Und das Traurige ist, dass so jemand meint, Politik machen zu sollen, denn er hat keine Ahnung von der Welt. Das Einzige, was er versteht, ist mit BlackRock wahrscheinlich Geld zu machen, obwohl er da ja zurückgetreten sein soll oder gekündigt haben soll oder irgend sowas in der Art. Aber das ist das Dilemma, also sozusagen gehen wir nochmal zurück auf das Bild, dann sehen wir, die gefährlichsten für unsere Gesellschaft überhaupt, unwissend und ungebildet und Bildungsmangel und Naturwissenschaftsmangel haben sie alle, aber die schlimmsten und gefährlichsten sind CDU und FDP, weil die sozusagen sich alles zurechtreden und schönreden. Und da darf ich nur noch mal an Dr. Med. Gerd Reuter mit TH erinnern. Bitte alle neueren YouTube-Videos mit diesem Herrn googeln, dann werdet ihr erfahren. Also ich wiederhole noch mal seinen Kernsatz. Der Kernsatz lautet hier, gehen wir wieder zurück, Dr. Med. Gerd Reuter hier. In der Evolution hatten wir also, was er auch so nicht versteht, aber ich lege das jetzt mal über seine Aussage, Schamanen oder Ärzte, Frühärzte sozusagen in der Evolution, die also sozusagen bei der Wahrheit geblieben sind und gesagt haben, ihr müsst aufpassen, die neumodischen Lebensstile sind ganz gefährlich, ihr müsst so naturbelassen wie möglich leben und so weiter und bloß keine künstlichen Befruchtungen, keine Kaiserschnitte, keine Impfungen und all diesen anti-natürlichen Quatsch, sondern ihr müsst einfach, die Kinder müssen viel im natürlichen Schmutz und Dreck leben, müssen natürlich geimpft werden und so weiter, müssen natürliche Resistenzen erwerben und sie müssen vor allem natürlich gezeugt werden und sie müssen in einer natürlichen Geburt mit dem richtigen Mikrobiom versorgt werden und so weiter. Solch ein Schamane stirbt eben aus, mangels Geschäftmacherei, denn die Leute brauchen nur einmal unterrichtet werden und leben danach ein kerngesundes, glückliches Leben. Und der andere Schamane, der im Wettbewerb dazustehende Schamane, der Begründer der Schulmedizin, ja,
der hat sozusagen gelehrt, nein, ihr müsst künstliche Befruchtung, ihr braucht den Kaiserschnitt, weil wir das Geld brauchen und so weiter. Und ihr müsst Impfungen machen, weil wir das Geld brauchen und die Pharmakonzerne das Geld brauchen und so weiter. Und ihr müsst das alles glauben und so weiter, ja, und wir wissen das und so weiter, obwohl gerade die Mediziner die schlechtesten Wissenschaftler sind, die ich je gesehen habe. Keine Ahnung von echter Naturwissenschaft und Evolutionsbiologie und so weiter. Und daraus hat sich haben sich Dynastien entwickelt, Medizin-Mafia-Dynastien sozusagen entwickelt, die uns alle und Dr. Med Gerd Reuter mit TH weist das direkt auf an den Zahlen, den einzigen Zahlen, auf die wir heute noch vertrauen können. Und die zweiten Scientists for Future 2 wollen ja sowieso das Statistische Bundes- und Wahlamt Wiesbaden zum einzigen echten Ort der Wahrheit noch weiter ausbauen und sichern. Also das Statistische Bundesamt Wiesbaden beweist ganz klar, dass Medizin noch nie der Faktor für die Lebensverlängerung war. Wenn es ein Faktor für die Lebensverlängerung war, dann war es die Veränderung der Hygiene, die Veränderung der Ernährungsbedingungen, es war die Veränderung der die Sozialsysteme, die Menschen nicht hat Hunger leiden lassen und so weiter. Aber die Medizin hat schon immer eher getötet und das weist er ganz klar an den Zahlen auf, dass die Medizin immer schon getötet hat und jetzt beim Töten der Menschen so erfolgreich ist, diese Medizindynastien sozusagen so erfolgreich sind, dass sozusagen jetzt wir alle seit längerer Zeit schon, seit einigen Jahren, mindestens schon seit einigen Jahren, wir alle, die heute geboren werden, also Kreta, wird nicht so alt werden wie ihre Eltern. Wir alle werden alle schon früher umgebracht durch unsere Lebensmittelindustrie, Ernährungsindustrie und letztendlich durch die soziale Marktwirtschaft und den Kapitalismus, was natürlich ein Friedrich Merz nicht versteht. So, dann kann ich das durchstreichen. Dann, jetzt sind wir ja schon gerade beim Thema, jetzt kann ich gleich mal da ist ein Video bei YouTube erschienen mit einem Doktor der Ernährungswissenschaften und da sieht man wieder, wie der Kapitalismus funktioniert, wie die soziale Marktwirtschaft fungiert. Also diesen Ernährungswissenschaftler können Sie sofort streichen, wenn Sie den Satz, trotz vieler, er ist anregend, es ist anregend mal zu hören, was so der Kapitalismus so im Köcher hat, uns alle krank und unser aller Leben zu zerstören, wie er das macht. Übrigens auch das Leben aller Milliardäre zu zerstören. Deswegen gibt es gegen das Konzept der zweiten Scientists for Future nur einen Widerstand und das ist die Dummheit, also die mangelnde Intelligenz und die mangelnde Klugheit, also dieses Problem zurückgehenden Intelligenz der Menschheit sozusagen durchschnittlich, das ist der einzige Widerstand, denn jeder Milliardär, der verstehen würde, wenn er also klug genug wäre, hier zu den intelligentesten gehören würde, mit den größten Gehirnvolumen gehören würde, dann müsste er verstehen, dass die zweiten Scientists for Future das Konzept haben, sein Leben viel, viel glücklicher zu machen, so nach dem Motto im Geldbaden macht mich nicht so glücklich wie in einer liebevollen paradiesischen Gruppe Lust zu wandeln sozusagen und das Leben wirklich zu genießen in vollsten Zügen sozusagen. Ja, aber gehen wir auf die Geschichte mit der Ernährungswissenschaft ein, bevor wir wieder auf die Wahlfrage zurückkommen. Also dieser Doktor der Ernährungswissenschaften und die Ernährungswissenschaften ist quasi die kapitalistische Dienstmagd der Lebensmittelindustrie, die sozusagen soll Verkaufsförderung, das ist quasi die Werbeplattform, das ist wieder
eine der vielen unendlichen pseudowissenschaftlichen Dinge in unserer Gesellschaft. Und das ist sozusagen die Werbeplattform, mit der die Lebensmittelindustrie ihren Industriesondermüll in unsere Körper hinein schaffen möchte. Ja? Gucken wir uns das Grunddilemma an, was also dieser Pseudowissenschaftler, also dieser Ernährungswissenschaftler da also versucht für Märchen aufzutischen. Und zwar, er sieht nicht hier, wenn es in der Evolution vor dem Punkt steht, hier, dieser Lebensmittelhändler, das ist quasi die ersten zwei Lebensmittelhändler hier, die Vorgeneration war noch ohne Tauschhandel und jetzt wurde der Tauschhandel erfunden und jetzt sind hier die ersten zwei Lebensmittelhändler und der eine verbreitet nur Wahrheitsmeme, unter anderem auch solche Wahrheitsmeme wie Leute, wir alle sind sozusagen angepasst an die Natur, irgendwie gibt es da offensichtlich eine Interaktion, die Biene passt gut zur Blüte und wir Menschen passen gut zu Früchten und zu Gemüse und Kräutern und so weiter, zu Nüssen und anderen Dingen und so weiter, die wir gut verstoffwechseln können und so weiter und bleibt bloß bei der Natur und so weiter. Ja, dann kann der seine sowas wie künstliche Nahrungsprodukte nicht verkaufen und da die künstlich hergestellten Nahrungsprodukte sozusagen eine größere Gewinnspanne haben, weil die Zutaten billig sind, geht der pleite und wird irgendwann spätestens hier dann aussterben nach einigen Generationen, wo er nur ein Kind oder eine Menge an Kindern hinterlassen konnte. Und der andere hier, der also die selber an das Irrtumsmeme glaubt, dass eben zum Beispiel Zucker ein harmloses Simulationsmittel für süße, reife Früchte ist und so weiter und sich gar nicht erkennt, dass es sich dabei um ein langfristig wirkendes Gift handelt, das als erstes die Zähne zerstört, dann, was weiß ich, im Blutbild alles Mögliche glykolisiert oder was verzuckert und so weiter, dann zu Bauchfett, Fettleber und Diabetes und ähnlichen Dingen führt und so unsere Greta Thunberg-Generation eben vorzeitig sterben lässt, auch mithilft, also nicht nur die Medizin bringt uns um, auch unsere Ernährungsindustrie bringt uns richtig um und unsere fossile Industrie mit dem gefährlichen Feinstaub, auf den ja Dr. Gerd Reuter und alle auch hinweisen und so weiter, dass wir müssen endlich aufhören mit diesen gefährlichen Abgasen, die quasi bei der CO2-Entstehung ja parallel auch entstehen, ja, und das muss endlich aufhören, denn das verkürzt unser Leben ja auch drastisch. Wenn wir denken, dass unsere Lebenserwartung, also irgendwo unsere natürliche Grenze unseres Lebens bei 120 bis 127 Jahren liegt, bleiben wir mal lieber vorsichtshalber 127 Jahre, um die höheren Zahlen mal wegzulassen. Es gibt nämlich Zahlen bis 140, aber 127, sagen wir mal vorsichtshalber, da jetzt bringt uns, wenn wir es jetzt schaffen, dass wir wieder langsam uns auf 77 zurückbewegen, dann raubt uns die soziale Marktwirtschaft, der Kapitalismus mit diesen Mechanismen 50 Jahre Leben und wenn wir dann mit 47 alle schon krank sind, sind das 127 minus 47, ich glaube, dann sind das 80 Jahre geraubte Gesundheit. Ne? Ja, das ist die Auswirkung und das sieht ein Friedrich Merz natürlich überhaupt nicht. Deswegen ist die CDU und die FDP noch viel gefährlicher, weil die nicht sehen, wie gefährlich die soziale Marktwirtschaft ist, während die Linken wenigstens und Linken und Grünen wenigstens noch ein gewisses Gefühl für die Gefährlichkeit der sozialen Marktwirtschaft haben. Ne? Aber auch nicht viel mehr. Ne? Und auch leider nicht in der Lage sind, geistig in der Lage sind, die zweiten Scientists for Future 2 genügend zu verstehen. Ja? Und
Ja, da, also wenn jetzt dieser Irrtum, dass also all diese Stoffe, Zuckerstoffe, Konservierungsstoffe, Transfette und all diese Stoffe, die so wunderbar sozusagen leicht transportierbare, gut konservierte, gut zu verhandelnde Produkte herstellen, die unheimlich billig hergestellt werden können, viel billiger als naturbelassene, superreife Früchte und so weiter und Gemüse und so weiter. Und dann mit Glyphosat. Warum wird Glyphosat eingesetzt? Weil man damit billigere Massen herstellen kann und dass die Leute krank werden durch all die Gifte, die verwendet werden und die Gifte, die dabei eingeschleust werden, ja, das spielt alles keine Rolle, weil darauf freut sich dann ja die Medizinindustrie, die Medizindynastien, also die Handelsindustrien, die Handelsdynastien arbeiten sozusagen den Medizinindustrien zu und garantieren deren Geschäft und jede normale Wirtschaft sozusagen wird schwer geschädigt von dieser Doppelzange aus Ernährungsindustrie, weswegen ja auch die zwei und Medizinindustrie, weswegen ja auch die zweiten Scientists for Future 2 also nochmal ganz klar gesagt haben, dass die Kombireform Ernährung und Gesundheit und Pflege zusammen mit der Einführung, also um das nochmal klar zu machen, nicht, dass wir jetzt, dass einige jetzt gar nicht verstehen hier, wo wir gerade sind. Hier, da sind wir nämlich gerade. Also das heißt, die Kombireform Ernährung und Gesundheit und Pflege, die mit einschließen würde, irgend sowas ähnliches wie die Einführung der Wohlfühlnotenwahlstimme, die also aus Pseudodemokratie erstmals Demokratie macht, weil quasi mein Wohlbefinden und mein Gesundheitszustand über alle Verdienste aller Wirtschaftstreibenden, nicht nur meines Hausarztes, nicht nur meiner Supermarkthändler, bei denen ich einkaufe, sondern aller, die mit irgendwie mit mir zu tun haben, bis zum letzten Ecke von Deutschland, wird meine Wohlfühlnote und meine Gesundheitsdaten über alle Verdienste entscheiden, sodass also es für alle nur noch eine Möglichkeit gibt. Entweder sie verbessern mein Leben oder sie verdienen weniger. Oder sie oder eben. Und wenn sie mein Leben nicht verbessern, also wenn sie mein Leben nicht verbessern, verdienen sie weniger. Und wenn sie mein Leben messbar und bewiesenermaßen verbessern, dann verdienen sie etwas mehr. So, und das ist der erste Schritt rückwärts raus aus dem Kapitalismus, aus der sozialen Marktwirtschaft. Und so weiter. Ja, und das Erschreckende ist, dass alle irgendwie, niemand bisher will quasi den Menschen die Macht zurückgeben. Dabei müsste der Milliardär, jeder Milliardär, wenn er nur denken könnte, müsste sagen, ja, die zweiten Scientists for Future 2, die haben doch das richtige Konzept, die haben doch das finale Konzept. Die würden doch mein Leben glücklicher machen. All die anderen Milliardäre, die bis jetzt alles dafür tun, die also quasi alle hier über solche Mechanismen hier, über solche gewinnbringenden Irrtümer, alle mein Lebensglück als Milliardär zerstören. Alle anderen Milliardäre auf der Erde arbeiten quasi daran, mein Lebensglück als Milliardär zu zerstören. Und ich mit meiner eigenen Arbeit arbeite auch daran, das Lebensglück aller anderen Milliardäre wiederum zu zerstören. Und damit sollten wir einfach aufhören, weil wir dann alle mehr Lebensglück haben, sozusagen. Und diese Erkenntnis fehlt leider bis jetzt auch noch den Milliardären. Dazu sind sie im Moment, offensichtlich fehlt ihnen auch die Intelligenz und die Bildung und die Klugheit und so weiter. Und deswegen müssten die auch alle jetzt mal ein paar Wochen zweite Scientists for Future 2 studieren und sonst nichts. Ja? So, jetzt schauen wir uns nochmal an. Das ist also das, was dieser Ernährungswissenschaftler übersieht,
dass also quasi die Stoffe, die die moderne Lebensmittelindustrie und die Art, wie sie Milch zum Beispiel verändert, die Art, wie sie Fleisch verändert, da gibt es verschiedene Wege, die Wege der Züchtungsveränderung, der stofflichen Veränderung, der Ernährungsveränderung und so weiter, der Haltungsbedingungen und so weiter. All diese Dinge, dass diese Dinge die Produkte so minderwertig machen und so schädlich machen, dass aus einem vielleicht mal einer kleinen Menge Ziegenmilch, die man vielleicht im Naturzustand oder im ganz einfachen Zustand, die vielleicht dann sogar vielleicht mal wenig schädlich war, sozusagen, dass daraus unter der Effizienzsteigerungstendenz in der Lebensmittelindustrie eben zur Vergiftung geworden ist. Das will er natürlich nicht zulassen, denn er will ja Werbung machen. Er ist ja quasi ein Teil der Marketingabteilung der Lebensmittelindustrie. Und das ist aber das. Und hier nochmal ganz deutlich, also wer diese billigen Stoffe, nochmal als Beispiel. Ihr kennt alle den Heroinhändler. Da gibt es den ehrlichen Heroinhändler, was auch nicht ganz ungefährlich ist, weil man muss dann die Leute immer warnen. Halt, das ist jetzt also, das ist jetzt sauberes Heroin, davon dürft ihr nur ganz wenig nehmen. Ja? Also dieser Händler verdient nicht viel, weil der macht ein sauberes Geschäft. Der andere Heroinhändler verhält sich wie unsere Lebensmittelindustrie. Er tut lauter billige Dinge rein. Ich habe gehört, was weiß ich, Backpulver oder Waschmittel oder irgendwelche Substanzen und streckt damit das Heroin. Damit ist es also ein Giftcocktail. Und ich habe gehört, dass das Giftigste an dem Heroin eben diese Streckmittel sind, die die Menschen ruinieren und den Körper sehr schnell ruinieren. Ja, und warum tut er diese billigen Streckmittel rein? Aus dem gleichen Grund, warum das die Lebensmittelindustrie macht. Weil dadurch die Produkte günstiger werden und da diese beigemengten Gifte sozusagen es nicht verhindern, dass diese Sachen fantastisch schmecken und eine tolle Simulation von herrlichen, superreifen Früchten sind, sozusagen. Das gelingt denen technisch, aber was verschwiegen wird, also wo die Irrtumsmeme sind, also das Irrtumsmem lautet, also all diese Streckmittel sind gesund, ja, das ist das Irrtumsmem, an das alle glauben, auch diese Ernährungswissenschaftler, diese Pseudowissenschaftler, ja, und dass die halt richtig Geld verdienen, richtige Gewinnspanne haben und deswegen so viele Kinder ernähren können, dass sie ganze Lebensmitteldynastien begründen können, das ist der Grund, deswegen müssen wir ja die soziale Marktwirtschaft beenden, weil sie immer das Vergiften der Bevölkerung sich ausbreiten lässt und wir alle werden manipuliert, wir alle sind gehirngewaschen und werden zugerichtet also die Erzeugung von Konsumsucht ist ja das Wesensmerkmal, das habe ich ja schon tausendmal erläutert, der sozialen Marktwirtschaft. Ja, jetzt streiche ich das durch. Sekunde. Ja. So, und jetzt blättern wir mal weiter, wir dürfen nur dass die vorderen Seiten nicht vergessen. Ja, jetzt gehe ich nochmal zurück zu und schließe das Wahlkapitel ab. Wo ist das Wahlkapitel? Hier. Also, das Wahldilemma Thüringen. Ja, also das heißt, jetzt müssten eigentlich genau genommen FDP und CDU einen internen bindenden Parteibeschluss machen, dass sie die östlichen Bundesländer definitiv an die Linke, also an ihre politischen Gegner, die Linke, die SPD und die Grüne abtreten und dort die sozusagen regieren lassen und die machen lassen und die auch mit einigen Stimmen jeweils unterstützen. Denn bei allem anderen wäre es ja immer so,
dass sie sich dann von der AfD tolerieren lassen müssten. Und das wollen sie ja nicht. Und also wäre das die Lösung des Dilemmas eigentlich nur, dass sie sich entscheiden, sozusagen die ganzen östlichen Bundesländer an ihren politischen Gegner abzugeben. Nur damit die AfD keine Bedeutung hat. Ja? Die andere Möglichkeit wäre, dass die SPD und die Grünen und die Linken sagen, wir geben diese Bundesländer an die CDU und die FDP ab und geben dann Wahlstimmen dazu. Und jetzt wird die Frage sein, welche von den beiden Lagern wird wirklich bereit sein, die ganzen östlichen Bundesländer, wo die AfD so stark ist, an ihren jeweiligen politischen Gegner zu geben und auch deren politische Reformkonzepte sozusagen auch noch mit Abgeordnetenstimmen aufzufüttern, damit es nicht heißt, dass die dann jeweils, dass die auf die AfD angewiesen waren bei ihren Reformen. Ja? Also, und das ist jetzt die spannende Frage. Und da ja irgendwie im Westen wahrscheinlich die AfD auch noch auf 25% klettern wird, werden wir dann in ganz Deutschland die Lage haben, dass nur um die AfD auszublenden, sozusagen, solange die noch nicht 51% hat, müssen dann also das linke Lager sozusagen, also Linke, SPD und Grüne, sich bewusst entscheiden, dem jeweiligen politischen Gegner ihre Stimmen zu geben für deren gegnerische politische Vorstellungen und Konzepte. Oder die CDU und FDP müssen sich entscheiden, ihre Stimmen den Vorhaben der Linken zu geben, ohne Rücksicht auf ihre eigene Parteipolitik. Das ist wirklich ein spannendes Dilemma. Da will ich jetzt auch gar nicht weiter drüber reden. Jetzt arbeite ich nochmal ab, was hier so auf dem Zettel steht. Ich gehe es jetzt mal schnell durch und gehe nochmal hier zu dem Punkt. Also nochmal ganz kurz zu dem Punkt. Wenn wir also die Wohlfühlnote einführen, kehrt sich alles um. Ja? Die Wohlfühlnotenwahlstimme und die Gesundheitsdaten zur Grundlage jedes Verdienstes jedes Menschen hier in Deutschland und Europa machen. Dann ist es sozusagen so, dass derjenige, der früher gewinnbringende Irrtümer immer noch glaubt, wird aussterben, weil es seine Kunden typischerweise schlechte Wohlfühlnoten abgeben oder schlechter werdende Wohlfühlnotenkurven aufweisen und auch deren Gesundheitsdaten immer schlechter werden sozusagen. Und dadurch wird sein Verdienst immer weiter reduziert, zumindest im Vergleich zu den im Wettbewerb stehenden Wahrheitsmemträgern, die Menschen, die also ihren Supermarkt in eine Gesundheitsverführungs- und Aufklärungslandschaft verwandeln sozusagen und zu einem gesunden, naturbelassenen Lebensstil raten. Übrigens auch Dr. Gerd Reuter hat ja ganz dringlich davor gewarnt, heutzutage in ein Alten- und Pflegeheim zu gehen, weil das noch einmal das Leben drastisch verkürzt. Es ist aber auch ganz selbstverständlich, erst durch die Einführung der Wohlfühlnoten und der Gesundheitsdaten wird auch der Alten- und Pflegeheimleiter als Unternehmer sozusagen nur noch dann richtig Geld verdienen, wenn die Leute sehr lange sehr gesund leben, und dafür müssen sie natürlich leben und müssen aus dieser schrecklichen Situation mit Billigfood, Fraß abgefüttert zu werden und naturfremd und naturfern in den Häusern gehalten zu werden und mit Medikamenten überschüttet zu werden. Also das Altenheim ist laut Dr. Gerd Reuter der Ort, wo die Pharmamafia sozusagen, die kapitalistische Pharmamafia ihren ganzen Chemie-Sondermüll entsorgen kann in die Körper der Alten hinein sozusagen.
sozusagen. Ja? Weswegen das der gefährlichste Ort für einen alten Menschen heutzutage ein Alten- und Pflegeheim ist. Aber das würde sich auch durch die Kombireform Ernährung, Gesundheit und Pflege ja alles total umkehren, weil jeder nur noch die Wahrheitsmemträger, also nur noch die Alten- und Pflegeheimleiter, die Wahrheitsmeme tragen und sagen, unsere Alten müssen in die Wälder rein, die müssen Sport machen, die müssen sich bewegen, die brauchen richtig gesunde Ernährung, koste es, was es wolle und so weiter. Die werden noch richtig verdienen und die anderen werden alle aussterben. Ja? Und dadurch haben wir die Evolution wieder richtig, also auf ein vernünftiges Maß gerichtet sozusagen. Ja, sozusagen, wir haben dann die Evolutionsumkehr, die Richtungsumkehr der Evolution, die durch die Erfindung des Tauschhandels automatisch als neue Evolutionsrichtung entstand, haben wir dann wieder umgedreht und dann entwickelt sich die gesamte Gesellschaft in diese postkapitalistische Gesellschaft zur idealen Gesellschaft sozusagen, in der sich jeder Milliardär und jeder Arme sauwohl fühlen wird sozusagen. Gar nicht und dann auch sozusagen nicht mehr am Geld und an der Macht hängen wird. Die Geldsucht, also die Konsumsucht verschwindet, die Geldsucht verschwindet, die Machtsucht verschwindet. Und irgendwann geht auch die Schere zwischen Arm und Reich wahrscheinlich relativ zügig zustande, ohne dass wir irgendwie jemals eine gewaltsame Enteignung oder irgend sowas bräuchten, sondern die Reichen werden alles ihren Geliebten in ihren Kommunen schenken und ihren geliebten Menschen wird aller Reichtum sich wieder verteilen auf alle Menschen sozusagen. Ja? So wie es früher war, vor 400.000 Jahren. Damit sind wir beim nächsten Kapitel nochmal. Wir haben so viele Opfer des esoterischen und spirituellen Quatsches, also des Eso-Spiro-Quatsches oder der Eso-Spiro-Geschäftemacherei oder Abzocke. Ja? Axel Burkhardt ist so einer, der das gerade wieder ein Video, wo gerade wieder ein Video veröffentlicht wurde. Ja, was ist da sozusagen so? Also der Eso-Spiro-Quatsch lehnt quasi die naturwissenschaftliche Sichtweise der zweiten Scientists for Future 2 ab, um die Leute irgendwie so zu manipulieren. Im Prinzip ist der Eso-Spiro-Quatsch also eine alternative Heilslehre, eine antinaturwissenschaftliche und antiwissenschaftliche Heilslehren, Primborium, das die Leute abzockt, die Leute sozusagen, weil sie sich selbst heilen wollen, seelisch und so weiter, irgendwie zum Kaufen von Büchern, von Vorträgen, von Eso und spirituellen Behandlungen und Therapien und so weiter verleitet und so weiter. Auch das ist sozusagen diese Irrtumsgedanken. Das gesamte esoterisch-spirituelle besteht ausschließlich aus gewinnbringenden Irrtümern, die Menschen, die dummen Menschen der Bevölkerung so manipulieren, dass sie also diesen Schwachsinn glauben und damit aber zu willfährigen Kunden wären. Und deswegen hat dieser Eso-Spiro-Quatsch natürlich riesige Konjunktur, weil man damit so nach dem Motto, jeden Tag steht ein Dummer auf, der betrogen werden will. Mundus vult decipi, die Welt will betrogen sein. Aber eben die Welt will nicht wirklich betrogen sein, sondern nur in der sozialen Marktwirtschaft im Rahmen des Kapitalismus sieht es so aus, als wollte die Welt betrogen werden, weil nämlich Betrug sich rechnet in der sozialen Marktwirtschaft, während nach Einführung der Wohlfühlnotenwahlstimme und der Gesundheitsdatenbeachtung und so weiter sozusagen der Betrug aussterben würde und die Wahrheit überleben würde und sich ausbreiten würde und den Verdienst stabilisieren würde sozusagen. Also noch einmal die Warnung davor, wenn Sie also mit jemandem sprechen und er glaubt an Esoterisches und Spirituelles, wissen Sie erstens schon, es handelt sich um einen ungebildeten und Menschen niedriger geistiger Fähigkeiten und Intelligenz und sagen Sie ihm einfach nur, es ist so tragisch, dass Sie Opfer sind, solch dieser Abzocker, dieser ganzen Betrüger und dieser ganzen Scharlatane.
Aber mehr können sie wahrscheinlich für den nicht tun, denn solange der dann wiederum nicht versteht, dass wir aus der sozialen Marktwirtschaft durch die zweiten Scientists for Future 2 aussteigen müssen, damit sich diese Verhältnisse umkehren, ja, solange wird er Opfer bleiben und wird einfach von allen Betrügern dieser Welt abgezockt werden. Und das können wir wohl nicht verhindern. Dummheit ist unendlich, wie Albert Einstein sagte. Ja, die Dummheit der Menschheit erscheint als unendlich. Ne? Und jetzt noch mal ganz kurz dazu, Lobbyisten, ja, was für ein Bild. Ja, vielleicht noch einmal dazu, ja, das ist ja eigentlich das schönste Bild. Lobbyisten, es ist ein YouTube-Video erschienen, das wirklich mal in ein bisschen was Neues gebracht hat oder uns nochmal daran erinnert hat, dass also zum Beispiel eine Naomi Seibt und das Eike sozusagen, dass die im Dienste der Ölindustrie und Kohleindustrie und Gasindustrie sozusagen natürlich Werbung für ihre Sicht der Dinge machen und damit natürlich da Propaganda machen sozusagen für die Geschäfte dieser Firmen. Ja, warum ist das so? Also nochmal wieder zurück hier. Also sozusagen, wenn jemand die Wahrheit sagt und sagt, diese Feinstoffbelastung, die aus dieser Verbrennung kommt, die vergiftet die Gesundheit auch der Milliardäre in der Welt, auch wenn die sich natürlich in private Parks zurückziehen können, Naturparks zurückziehen können, die sie bezahlen können. Aber trotzdem werden sie auch irgendwie von dem Feinstaub vergiftet und so weiter. Natürlich nicht so stark wie der normale Bürger, ja, der ja von Feinstaub so richtig krank gemacht hat. Das hat übrigens Dr. Eckart von Hirschhausen ganz gut in seinem Vortrag gesagt, dass er also nochmal darauf hingewiesen hat, dass eben der Feinstaub für ganz viele Krankheiten verantwortlich ist, ja, und für ganz viel vorzeitiges Sterben und so weiter, ja. Und dass eben sozusagen, jetzt stellen wir uns vor, wir haben also die Einführung, wir haben jetzt die Beendigung der sozialen Marktwirtschaft durch die Einführung der Wohlfühlnotenwahlstimme. Und dann wird es so sein, dass ein Lobbyist, ja, der also früher guten Verdienst hatte, der steht jetzt vor der Situation, wenn er also sozusagen dafür sorgt, dass sozusagen eher bestimmten Konzernen hilft, dass die Politik falsche Entscheidungen trifft, Entscheidungen gegen die Bürger trifft, also gegen das Wohlfühlen der Bürger und gegen die Gesundheit der Bürger. Und er dafür dann belohnt wird, dieses Geschäft wird aussterben, weil die Firmen werden ja dann schlechte Wohlfühlnoten bei ihren Kunden haben, werden weniger Geld verdienen. Und wieso sollen sie einen Lobbyisten noch für ihre Verluste dann bezahlen, die der Lobbyist erzeugt? Also werden Lobbyisten sofort von einem Tag auf den anderen nicht mehr beschäftigt werden. Oder innerhalb weniger Tage wird die Industrie verstehen, dass die Lobbyisten ihnen jetzt ja nur noch schaden würden, weil sie die Wohlfühlnoten der Kunden beschädigen würden, ne? Und damit die Verdienste der Firmen beschädigen würden. Während eine Politik, die dann ohne Lobbyismus stattfindet, die also jetzt so langsam sich einer echten Demokratie langsam allmählich annähern könnte, die würde sich dann ausbreiten und die könnte wieder viele Kinder ernähren und könnte viele Nachkommen haben. Also echte Wahrheitsorientiertheit und Demokratie. Ja. So, weiter geht's mit Siemens. Ja, dieses Fridays for Future macht ja gerade den großen Fehler. Das erste Jahr haben sie den großen Fehler gemacht, zu sagen, bitte, liebe Politik, macht was. Nur wir Fridays for Future wollen gar nichts tun. Wir tun gar nichts. Wir wollen keine Lösungen präsentieren. Wir wollen uns gar nicht damit beschäftigen, uns in Lösungen der zweiten Scientists for Future 2 einzuarbeiten. Das ist uns alles viel zu
mühsam. Nein, macht ihr das für uns. Ne? Tut ihr, macht ihr. Immer die anderen sollen was arbeiten. Ja? Nur das Problem ist, dass die Politiker das gar nicht können, weil denen, die wiederum die bildungsmäßigen Voraussetzungen für das die gehirnmäßigen Voraussetzungen für das Verstehen der zweiten Scientists for Future 2, also der naturwissenschaftlichen Analyse von Gesellschaften, der naturwissenschaftlichen Volkswirtschaftslehre sozusagen, weil denen diese Fähigkeiten fehlen. Ja? Und jetzt versucht man, im nächsten Jahr versucht man jetzt hier die Konzerne anzubetteln. Dabei haben die das Dilemma, dass die unter noch viel größeren Zwängen stehen, denn wenn ein Konzern wie Siemens wirklich sozusagen sich an die Wahrheit an Wahrheit orientieren würde und seine eigenen Geschäfte zurückfahren würde, würden sich die konkurrierenden Firmen die Hände reiben und sich kaputt lachen und würden die Geschäfte von Siemens übernehmen. Siemens würde pleite gehen, die Leute würden alle arbeitslos hier in Deutschland und die anderen Firmen würden sich ausbreiten und würden dann noch mehr Dreck machen, als Siemens je gemacht hat. Ne? Und dieses hier bloß selber nicht arbeiten, diese Entscheidung von Fridays for Future, dabei gibt es nur für Fridays for Future nur eine Chance. Sie müssen alle Ansätze zur Gesellschaftsverbesserung prüfen und tagelang diskutieren, anstatt an denen zu rütteln, die wie die Wirtschaft in einem Zwangskorsett stecken, in dem sie gar nichts machen können, und wie die Politik, die es gar nicht versteht, die gar nicht das Problem sieht, dass die soziale Marktwirtschaft ja beendet werden muss. Also wo der Friedrich Merz ja sozusagen und die FDP ja quasi blind glauben an die soziale Marktwirtschaft. Ja. Ja, und dann gibt es natürlich noch eine andere These, über die ihr nachdenken solltet, ist aufgetaucht im Internet, ob nicht Extinction Rebellion und Ende Gelände und Antifa eigentlich die Fridays for Future eigentlich nur benutzen als ein Rekrutierungspool für neue Komplizen für ihre Straftaten, die sie ja beschönigend ziviler Ungehorsam nennen. Also sozusagen, es kann ja sein, dass also ich habe ja immer diesen Unterschied festgestellt, die vielen jungen Leute, die zu Fridays for Future Demos gehen, habe ich ja hundertfach interviewt und festgestellt, dass die den vernünftigen Lösungen der zweiten Scientists for Future 2 ja total aufgeschlossen sind und positiv gegenüberstehen. Aber warum nicht die Orga-Teams? Vielleicht, weil die Extinction Rebellion und Ende Gelände und Antifa erkannt haben, dass sie dort ihre Leute einschleusen müssen und dort die Mehrheiten gewinnen müssen. Und die sind sich ja alle drei einig. Wir versuchen möglichst viele von Fridays for Future als Rekrutierungspool abzuzweigen für unsere Strategie der Straftaten, nämlich für irgendwelche illegale zivile Ungehorsams Dinge, wo sie das Recht und die Freiheit anderer Menschen brechen und sozusagen die Demokratie abschaffen, indem sie selbst diktatorisch versuchen, die Gesellschaft zu beeinflussen in ihre Richtung. Und die Antifa, die versucht wahrscheinlich sogar echte Gewalttäter, die verstehen sich, die warten sozusagen auf ihren großen Durchbruch als die neue RAF, ja, wo sie dann mit Gewalt am liebsten eben möglichst viele Reiche umbringen wollen und so weiter. Ja, und davor sollten die Milliardäre auch zu Recht Angst haben. Wir brauchen die Beendigung der sozialen Marktwirtschaft auf sanftem, demokratischen, mehrheitsfähigen Wege durch die zweiten Scientists for Future 2. Und ich habe in letzter Zeit nicht so oft genannt, dass es ja eine simulierte Bundestagswahl gibt, in der die Konzepte der zweiten Scientists for Future 2 56% aller Wählerstimmen bekommen haben, also absolut mehrheitsfähige Konzepte, wenn sie von allen großen Medien dargestellt würden, ja. So, und jetzt, Eckart von Hirschhausen, ist das jetzt der letzte Punkt? Ja, er hat so angesprochen in seinem neuesten Vortrag auf YouTube, dass eben wir den mehr so quasi
etwas skizzieren sollten. Mir ist dazu eingefallen sowas wie I have a dream. I have a dream. Martin Luther King, ja? I have a dream. I have a dream. Schöne neue Welt, ja? Also sowas wie, also den Leuten zu zeigen, auch den Milliardären, und das will ich jetzt nochmal ganz kurz tun, den Milliardären zu zeigen, wie herrlich diese schöne neue Welt aussieht, ohne Feinstaubvergiftung und all diese Dinge, ja, will ich mal ganz kurz skizzieren, ja. Also vor 400.000 Jahren, also vor der Erfindung des Tausches und des Tauschhandels, der bestimmt relativ schnell darauf folgte, lebten wir wohl wahrscheinlich, auf jeden Fall sprechen die wissenschaftlichen Daten in keinster Weise dagegen, dass es wahrscheinlich so war, dass wir in einer liebevollen, urkommunistischen Lebensform, urdemokratisch, urkommunistisch, ursozialistisch, urplanwirtschaftlich sozusagen in einer idealen Gesellschaft lebten, die wahrscheinlich noch 10-mal liebevoller war als das, was wir heute bei den Bonobos beobachten können. Professor Franz de Waal, bitte studieren, ne? Und diese liebevollen Kommunen, die kannten keinerlei sozusagen Machtsucht, Geldsucht, Akkumulationssucht. Das sind die entscheidenden ersten Süchte, die der Tauschhandel erzeugt hat. Denn in dem Moment, wo die Händler hingingen und sagten, ja, dieses viele Schmusen in den Gruppen, das ist ja eklig und das ist ja unkeusch, das ist ja schlecht und gefährlich und schmutzig und so weiter, ja. Das muss weg und so weiter, das ist teuflisch und so weiter, ja. Und dadurch sind dann diese Händler, die solches verbreitet haben, konnten viel Gewinn machen, konnten sich ausbreiten, zu Dynastien werden, ja. Was wurde dann mit den Vorläufern, den Vorfahren der Reichen? Die waren plötzlich in den Gruppen, fühlten sich nicht mehr geliebt, hatten das Problem, warum soll ich jetzt alles den Frauen und Kindern weiterhin schenken, wie es so im Urkommunismus der Fall war, wenn ich nicht mehr geliebt werde und wenn ich mich liebesmäßig gar nicht mehr befriedigt fühle in der Gruppe und so weiter, dann verlasse ich doch die Gruppe, mache mein eigenes Ding, fange an zu akkumulieren, mache vielleicht sogar so einen Handelsbetrieb auf, werde selber zum Tauschhändler und fange an zu akkumulieren, werde akkumulationssüchtig, also Anhäufung von Gütern, später Geld, ja, und werde machtsüchtig und geldsüchtig. Und diese Entscheidung wird ja quasi, wenn jetzt rund um die Ärzte wieder Kommunen entstehen, Gesundheitskommunen, die vielleicht dann irgendwann wieder zu Lebenskommunen führen, ja, wenn sich also die Evolutionsrichtung wieder umkehrt, dann werden die Reichen, wie alle anderen Menschen auch, wieder wahrscheinlich sich von selber freiwillig, alles freiwillig, bloß keine Vorgaben, von selber, wenn ihr Genbestand so ist, wie es naturwissenschaftlich auszusehen scheint, dann werden sie sich freiwillig selber, von selber die Nähe solcher Kommunen suchen, sich selber Mitglied werden wollen solcher Kommunen und ihren Reichtum mitbringen und wieder anfangen, den an die Frauen und Kinder zu schenken, sodass sich überall der Welt Reichtum wieder verteilt auf alle und die Milliardäre werden wieder zum ersten Mal seit 400.000 Jahren wieder richtig glücklich werden. Ja? Und wir werden dann mit dem wenigen Guten, was uns die Technik gebracht hat, eben noch glücklicher sein können als die Menschen vor 400.000 Jahren, weil wir die ganzen Planeten in einen Garten Eden gärtnerisch gestalten können und gestalten werden, weil ja jeder, der verdienen will, muss uns ja eine gesunde, saubere, glücklich machende und langes Leben erlaubende Umwelt schaffen muss, sozusagen, ja. Ja, jetzt habe ich mal wieder alles, glaube ich, geschildert. Ich glaube, das war's. Und eure Aufgabe jetzt als Zuhörer ist, zu teilen, versucht, die wenigen Klugen zu finden. Also hier, wo haben wir es?
Wie gesagt, Albert Einstein, die Dummheit der Menschheit ist unendlich. Wenn ihr bis jetzt hier zugehört habt, dann gehört ihr garantiert zu den Klügsten der Menschheit überhaupt. Ja, also hier zu den Intelligentesten mit den durchschnittlich größten Gehirnen sozusagen. Und bitte versucht, möglichst viele andere aus diesem Bereich zu erreichen. Hier braucht das gar nicht versuchen. Hier, wenn in diesem Bereich hier, vergesst es. Ja, diese Menschen, die werden nur Opfer von Betrügern und Lügnern und von dem ganzen ESO-Quatsch und Spiro-Quatsch. Vergesst diese Menschen, das sind alles nur Opfer. Ja, wir müssen hier versuchen, nur versuchen mit den Klügsten, mit den Gebildetsten, mit den denkfähigsten Menschen müsst ihr, und da müsst ihr teilen und müsst ihr überall verbreiten und so weiter. Und wenn ihr das nicht tut, werden wir alle, ja, wird, wenn das so weitergeht, dass wir also vielleicht in einigen Jahrzehntausenden vielleicht nur noch 1200 Milliliter Gehirnvolumen haben im Durchschnitt, dann werden wir, dann werden sich die Leute wieder massenhaft die Köpfe einschlagen, denn zur Dummheit gehört immer auch dann der Krieg und eben der Kapitalismus gehört zur Dummheit. Also Dummheit und Kapitalismus, Dummheit und soziale Marktwirtschaft, das sind alles nur zwei Seiten der gleichen Medaille, also der gleichen Münze. Das sind nur die zwei verschiedenen Seiten der gleichen Medaille. Dummheit ist Kapitalismus, Dummheit ist soziale Marktwirtschaft und Dummheit ist Krieg. Und Krieg, Kapitalismus ist Krieg. Ja? Und über Leichen gehen und so weiter. Ja, also bitte verbreitet das überall, macht das überall bekannt, veröffentlicht diese Videos wie unser Verteiler, wir die zweiten Scientists for Future 2, die Ehrenamtlichen, nehmen euch gerne in den Verteiler aller Videos auf, sodass ihr auch diese Videos alle veröffentlichen könnt und so weiter, ja. Sozusagen, tut was. Wenn ihr es nicht tut, wenn die hier es nicht tun, dann wird es niemand tun und es wird ein Jammertal. Also ich glaube nicht, dass es kann sein, dass die Menschheit in den nächsten 1 bis 2 Milliarden Jahren nicht ausstirbt, aber sie wird leiden. Das Leiden wird einfach wieder noch viel größer als jetzt. Ja, wir haben es ja schon geschafft, dass wir leiden ohne Ende. Aber das wird alles noch kräftig getoppt werden. Und ja, wir werden den Planeten weiterhin kräftig verdrecken und so weiter. Aber spielt ja alles keine Rolle. Wir leiden dann ja eh. Ne? Und die zweiten Scientists for Future 2 sind der einzige echte naturwissenschaftliche Weg zum Glück. Also listen to the science, unite behind the science. Da hat Greta recht. Aber leider machen sie ja das Gegenteil, weil Greta bis jetzt alles tut, nur sich nicht hinter der echten Science zu uniten. Bis jetzt orientiert man sich überall nur an Pseudowissenschaftlern, aber nicht an den echten Wissenschaftlern. Ändert das, ja? Tschüssi.